So, Leute, let's hate the fortress und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ihr Halunken und Spelunken da draußen. So, im letzten Part haben wir diese Wachen hier geschändet, die jetzt die Bewohner erschrocken anschauen, ja. Ist mir aber egal, eigentlich ist es mir vollkommen wurscht. Jetzt ist etwas ganz anderes, nämlich die Ausrottung dieses Forts. Diese dreckigen Templer-Briten, was weiß ich. Nee, ich glaube, das sind gar keine Templer. Ja, bevor der dann Wind kriegt, erstmal ermorden, ja. Und ich habe, glaube ich, jetzt schon einen Weg in das Fort reingefunden. Nämlich hier. Werde ich mit gleich mal draufklettern. Und schon sind wir im Fort, jawoll. Das war jetzt ein bisschen zu auffällig, aber ist glaube ich egal. Ah, so egal ist es gar nicht. Schüttelst du nicht ab? Ah, bam, bam, bam. Und zack. Ah, ah, denkst du. Ah, ich habe schon wieder meine versteckte Klinge ausgewählt, Mann. Bitch, zack. Ah, es gibt's zu essen. Ah, geräucherten Briten. Ah, zack. Bam. Bam. Und zack, zack. Hä? So geht es nämlich. Ja. Bissle Gambit. Hä? Bissle britischen. British Muffin, ja? Pudding, meine ich. Pudding. Aber Muffin ist auch okay. Muffin ist cool. Ich mag Muffins. Ah, das war jetzt mal demonstrativ der falsche. Aber egal, den Fair fäll ich natürlich auch noch. Ja, eine Waffe hat er schon mal nicht mehr und Eier hat er auch keine mehr. Findet euch den mal, schauen, ob der mehr hat. Nee. Hat auch nur 14 Pfund, zumal verdienen sie so schlecht. Bei den Briten oder was? Aber kein Witz. Ja, die sind doch Trophys irgendwie. Wir haben zwei Pfeile bekommen, sehr gut. Zwei Pfeile ist nämlich genau das, was ich noch gebraucht habe, um glücklich zu sein. Okay, da ist jetzt noch ein Pulverfass. Die Explosion kommt einfach schöner mit lauter Pulverfässern. Ah, halt doch die Schnauze. Hey, der Bastard will abhauen. Ja, komm. Sei ein Mann und komm zurück. Sei ein Mann und kämpfe, das ist sogar noch viel besser, hä? Ja, wer will denn zurückkommen, wenn er zurückklettern kann? Oder zurückmorden? Das kommt besser. Bitch! Und dann... Boah, jetzt kommt so eine Combo. Zack! Oh. Da gibt's noch coolere. Kommt immer auf die Waffe an, die man hat. Und deswegen werde ich jetzt auch mal das Schwert auswählen, weil das Schwert, das kickt einfach Ass. Und das wisst ihr. Guck mal, wie geil der das abblockt und dann so richtig... Zack! Und dann machen wir noch den hier. An dem Flug erstochen. Und er kann gar nichts dagegen tun. So, die Pulverfässer müssen wir jetzt erstmal dahin schaffen. Lags und das viele. Es werden richtig viele, die wir hier finden. Oh, Moment, ich habe noch eine ganz andere Idee. Ah, okay, das geht jetzt ein bisschen schief. Mag gut sein, dass wir bei dem Ganzen hier auch sterben. Und gleich nochmal so eine Combo-Attacke. Zack, der erschießt seinen Kumpel und der Kumpel erschießt ihn. Das ist eine gute Zukunft. Eine geordnete Gesellschaft ist das hier. Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr. Bei solchen Frauen braucht man keine Feinde mehr. Das wäre jetzt etwas falsch ausgedrückt. Doch richtig, sie kämpfen nämlich wie, naja, kleine Mädchen in der zweiten Klasse, um genau zu sein. So, ja, die ganzen Pulverfässer können wir nicht gerade mal hier hinstellen. Na, genau, da liegt gleich nochmal eins vor Ort. So, dass der Held weiß, ah, da muss man die hinlegen, genau. Jetzt habe ich hier nämlich noch zwei Stück. Schön zum Zeitschinden, bissle, ja. Ja, was würdet ihr sagen? Ich weiß ja nicht. Vielleicht legt man nochmal eins so direkt hier auf das Dach drauf. Und dann gibt es die knackigste Explosion, die man je gesehen hat. Dann nehme ich nämlich noch das hier. Ah, geht doch da wieder runter. Ah, Connor. Connor, du bist so ein... Ey, was geht eigentlich mit dir ab, Mann?
dummer Indianer. Nein, Indianer sind nicht dumm, aber der schon. Schwierig, man sagt scheiß Deutscher. Ja, okay, es hört sich auch nicht gerade nett an. Cool ist es jetzt auch nicht wirklich. Aber ihr müsst mir doch zustimmen, dass der Connor wirklich irgendwas gefressen hat. Irgendwas Ungutes. Was, was Ungutes, genau. dann guck mal, wie das schön bum bum macht, was wir hier veranstalten. Also drüben ist nämlich nochmal eins. Das habe ich vorhin gesehen. Hier. Direkt neben dem Pipi-Klo. Das ist ja echt ein Scheißhaus. Ja, soll man halt auch nicht glauben, dass es das in Assassin's Creed gibt. Ich habe bisher in keinem Assassin's Creed ein Scheißhaus gesehen. Nee, also wirklich nicht. Jetzt komm, aufs Dach kannst du doch auch latschen. Warum jetzt nicht dahin? Ach, lass mir doch mal Ruhe. So, haben wir vielleicht nochmal irgendwo eins. Leck, wie schön die Knarre, wie die Knarre da schön in dem Typ drin steckt hier. Ja, sieht man es hier so. Richtig geil. Ne? Hier liegt nichts mehr, oder? Nichts mehr. Feuerpulver, Schießpulverartiges hier. Feuerpulver. Ja, das sind ein paar Kanonen, aber... Also Kanonenschläge. Kanonenkugeln. Da, seht ihr, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur unten entlang latschen. Aber das erlaubt mir dieser fiese Möb nicht. Okay, egal. Dann nehme ich mal ein Gewehr. Gar nichts verbrauchen oder nachladen oder so. Und dann schießen wir einfach mal auf... Was schießen wir? Auf das? Ja, komm, ich schieße jetzt mal auf das. Ja, nicht schlecht. Gar nicht mal schlecht. Das ist hinüber. Und jetzt gehen wir erstmal zu dem schönen Fahnenmast. Tauschen die Fahne aus. Und dann geht's ein bisschen feiern. Wenn wir nämlich die Truhe dann auch noch aufmachen. So. Ja. Ja. Hoch mit der amerikanischen. Und raus mit den Briten, genau. So, Fort Independent steht nun unter Kontrolle der Patrioten. Sehr, sehr gut. Was machen wir jetzt? Natürlich, wir öffnen die Truhe. Was anderes wird uns ja jetzt nicht übrig bleiben. So, Schloss knacken. Ja, her damit. Was befindet sich denn in dir? 7500 Pfund, ich weiß. Aber... Vielleicht überrascht es uns jetzt diesmal ja auch. Mit nicht einem Sack voll Geld. Wieso sollte man hier auf B für Abbrechen drücken? Na gut, vielleicht für diesen Fall. Ich muss aber auch sagen, die haben gerade einen echt blöden Winkel ausgewählt. Das ist auch blöd, wenn die Schultertasche nicht wirklich will. Weil das ist nämlich der rechte Trigger, den man da drücken muss. Und den muss man durchdrücken. Okay, jetzt haben wir es hingekriegt. So, 7500 Pfund bekommen. So, jetzt gibt es da drüben noch eine Abenteurermission. Ach Gott, hey, guck mal, wie klein das jetzt geworden ist, wie wenig Sachen es jetzt noch gibt. Finde ich ja großartig. So, jetzt drüben müssen wir einen Brief liefern. Verdammt, ein verdammtes Briefchen. Und dann können wir noch die Abenteurermission annehmen. Wir haben 2000 Pfund noch vorhin erhalten, im letzten Part. Für dieses Attentat, das wir begangen haben. Wir haben nämlich jetzt alle Attentate im Grenzland gemacht. Im Grenzland, sage ich schon. In Boston. Ja, deswegen haben wir jetzt wieder einen guten Sack voll Kohle. Hm? Passt ja. Ich
bin es immer noch gewohnt, A zu drücken, A einfach durchzudrücken, genau wie es bei Assassin's Creed 1 bis Revelations der Fall war, dass man das tun musste, um zu sprinten und zu klettern und so. Jetzt wurde das alles zusammengefasst. So, dann wollen wir mal den Brief überbringen. Danke. Bitte, bitte, kein Problem. Kommen wir jetzt irgendwas dafür, dass wir alle Briefe überbracht haben? Ah, haben wir ja noch gar nicht da. Irgendwo müsste noch einer sein. Wo ist denn der? Ach, da! Ah, okay. So viele Albanach-Seiten müssen wir jetzt auch gar nicht mehr finden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Seiten des Albanachs noch. Na, das ist schon noch ein bisschen arg viel. So, was gibt's denn jetzt als abenteuerlustiger Mensch? Und vor allem wo? Was ist das? Das ist eine Taverne? Zweifelsohne. Ah ja, okay. Ein Spiel spielen. Ja, eventuell irgendwann noch. So, das ist jetzt wieder dieser Typ, der mich nervt. Unbekanntes Flugobjekt, UFO. Auch nicht schlecht. Zum ersten Mal sah ich jenes Licht damals in Boston. Ich verkaufte meinen größten Fang der Saison, als das Feuer hinter Beacon Hill aufstieg. Es stieg auf in den Nachthimmel am Mond vorbei. Dann war es weg. Ich war nicht allein. Die neben mir starrten ebenfalls in den Himmel. Die Köpfe so weit geneigt, dass sie fast abfielen, mit offenem Mund. Ich kann nicht sagen, was es war. Aber ganz sicher war es nicht von dieser Welt. Oh, jetzt hat der junge, ziemlich verlogener Typ ein UFO gesehen. Dem möchte ich natürlich nur zu gern nachkommen. Da das mit dem kopflosen Reiter ja doch auch nicht so falsch war, kann es ja sein, dass er wirklich ein UFO gesehen hat. Deswegen gehen wir jetzt mal zum Beacon Hill, um Näheres zu erfahren. Dafür müssen wir jetzt wieder einige Meilen laufen. Einige Meilen, das wäre ja noch besser. Nee. Einige Meter, einen halben Kilometer. Das ist nicht viel. Und ich gehe nicht davon aus, dass bei dieser Schrittgeschwindigkeit, dass das dann in echten Metern angegeben ist. Würde mich nämlich ziemlich wundern, ja. Wenn ein winziger Schritt schon ein Meter oder zwei Meter sogar schon fast sind. Aber gut, wenn das der Fall sein soll, also nicht. So, jetzt haben wir schon fast wieder die Hälfte der Strecke geschafft. Jetzt gehen wir mal auf den Beacon. Oh, lag. Was war das denn? Ach so, eine Schießübung. Ich dachte, neben mir ist ein Blitz eingeschlagen, verdammt. Es regnet ja auch ein bisschen. Ich weiß nicht, bei der Qualität, in der der Film abgespeichert wird, kann man das vielleicht nicht so gut sehen, aber ich sehe hier ein paar Regentröpfchen. So, am Mond vorbei, haben die gesagt. Okay. Das heißt, wenn da wirklich eins ist, sollte es am Mond vorbeifliegen, oder wie sehe ich das? Naja. Müsste jetzt erstmal ein paar Hinweischen finden. Nach wie vor bin ich natürlich skeptisch, weil UFOs... Ja, Area 51 gab's ja noch nicht. Ups. Quelle des UFOs untersuchen. Aha. Okay, so sehe ich auch nichts. Voll verschickt, Mann. Ja, ein Hinweis würde mir schon gut tun. Da ist was dran. Ah, was haben wir denn da? Wie komme ich da hoch? Nee. Ah, okay. Begriffen. Jetzt werden wir mal rausfinden, ob der Typ wirklich ein UFO gesehen hat oder aber bloß einen mächtigen Joint hatte, ja? Was ist das denn? Ein verdammter Schirm. UFO gefunden. Was ist denn das für ein Depp, der hat einen
Der hat ein UFO, der hat einen Schirm als UFO bezahlt. Der hat irgendwas geraucht, hat der. Der ist doch nicht mehr normal. Also echt. Oh, where to go next? I would say search in the almanac. Ah, die Mustardenbank, das UFO. In Boston spricht man darüber. Meine Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass der Ursprung dieses Phänomens ganz sicher von dieser Welt ist. Nichts anderes als ein Schirm, in dem sich das Mondlicht gefangen, und an die Bäume geworfen wurde, gepaart mit viel Vorstellungskraft und Geschwätz der Leute. Ah, der Typ ist also ein richtiger Schwätzer. Na gut, das musste ich jetzt. Das musste man jetzt nicht von sowas erfahren, ja. Der Typ war einfach ein. Ist einfach ein Volltrottel. Ja, besser kann man es einfach gar nicht beschreiben. Der hat irgendwas geraucht, wie schon gesagt. Waren irgendwelche Drogen im Spiel? Irgend so eine frühe Form von Amphetaminen oder so. Müssen da auf jeden Fall irgendwie eine Rolle gespielt haben. So, der Typ. Ach, Schnauze. Gib mir dein Voice und deine Augentropfen. Aber die nicht brennen, bitte. Die vertrage ich nicht so. Vertrage ich ungefähr genauso wie einen Affenarsch. Ja. So, jetzt gehen wir da mal die Leiter hoch, um diese Almanach-Seite zu suchen, damit es nur noch 5 waren. Ah, Boston steckt wieder voller Überraschungen. So wie dass diese Almanach-Seite nicht sehr schwer zu holen ist. So dass ich eigentlich gerade noch Lust hätte, diese hier zu holen. Seit einmal nach von 1733 sammeln. 3 von 4. So, wenn das aber ein Auftrag ist, den Haytham damals angenommen hat und der einfach von Connor weitergeführt wurde, ohne dass Connor weiß, was los ist. Wo bringen wir diesen Almanach dann hin? Oder ist der jetzt einfach nur zum Sammeln da, so wie die Federn zum Beispiel? Weil ich frage mich, wenn wir damit jetzt zum Beispiel irgendwann Benjamin Franklin treffen. Was sagt der uns dann? Hey, ich habe die Aufgabe zwar deinem Vater gegeben, aber gute Arbeit. Oder wie darf ich mir das vorstellen, dieses Gespräch dann? Naja, wir könnten es höchstens später rausfinden oder uns weiter darüber Gedanken machen. Ich weiß es jedenfalls jetzt nicht. Und ehrlich gesagt, interessiert es mich auch gar nicht. So, die Almanach-Seite kommt nämlich zu mir, ja? Muss ich nicht finden. Die kommt nämlich zu mir. So, gehen wir gleich mal die nächste holen und dann können wir den Part beenden. Oh, leck. Knallhart und mit dem Fuß durch die Wand. Und dann im nächsten Part mit dem ganzen Zeugs weitermachen, bis wir dann irgendwann in Boston durch sind. Ja. Ich weiß noch nicht. Wenn mich die Hauptquest ins Grenzland führt, an dem Grenzland noch diese ganzen optionalen Sachen vorhanden sind. Gott, dann bin ich ja am Arsch. Da werde ich nämlich so gierig darauf sein, die Sidequests abzuschließen, die an diesem Baum hier gescheitert sind. So, das war's mit der Almanach-Seite. Die kriegen wir nicht mehr. Kannst du vergessen. Jetzt sowieso. Da Connor ein unglaublicher Vollmonk ist. Der natürlich ans falsche Fenster springt. Auf den Boden mit dir. Halt die Schnauze, du Blädersack. Hier habe ich die Almanach-Seite verloren. Und jetzt haben wir natürlich unten irgendwelche gesehen, obwohl das gar nicht sein kann. Ja. Wir haben eigentlich nur noch eine Fluchtmöglichkeit durch das Haus, nämlich durch. Hey, wie wär's jetzt mal? Sag mal! Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen, okay. Geile Bugs, Mann. Ja gut, Leute, dann war's das mal für diesen Part. Dann muss ich mir jetzt mal ein bisschen in Geduld und Zorn üben. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Part. Ciao.